Ja, hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon bei den Arretires, einem eher trockenen Level. Bei uns war es ja in den letzten Tagen eher nass mit Hochwassergefahr. Mein Ort wurde zum Glück verschont. Also es bestand eigentlich nie wirklich eine Gefahr, aber trotzdem wurde Katastrophenalarm ausgegeben bei uns. Aber wie gesagt, es gab eigentlich nie wirklich irgendwie einen Moment, wo hier irgendwas über die Ufer treten konnte. In den Städten an den großen Flüssen wie wie zum Beispiel an der Elbe oder an der Donau sieht es natürlich anders aus, aber bei uns hier nichts passiert und wir sind da zurück. Wie gesagt, bei Rollercoaster Tycoon, wo unser Park schon geht aufwärts. Wir distanzieren uns immer mehr von der gefährlichen Grenze von einer Parkwertung von 700. In der letzten Folge haben wir hier unsere große Fressecke gebaut. Wie ihr seht. Und tja, mal gucken, was noch kommt. Dann hat man hier noch diese kleinen, ja, Draisinenbahnen gebaut. Ja, die geht jetzt so ein bisschen durch. Die Wasserbahnen hier, wie ihr seht. Alles mit so einem leichten Theming. Gucken direkt mal, was die Leute denken. Park ist sauber und ordentlich, das ist schon mal gut. Fahre nicht mit Wadi-Slider, wenn es regnet. Ich fahre nicht mit Gooby-Loop, wenn es regnet. Genau. Das ist halt auch eure Entscheidung, ob ihr mitfahrt oder nicht. Da werde ich euch nicht reinreden. Jetzt hat's aufgehört. Jetzt könnt ihr ruhig da mitfahren, bitte. Und als nächstes haben wir eigentlich eine aufregende Attraktion. Die gibt es am 21. März. Hängende Einspurbahn will ich eigentlich nicht wirklich bauen, weil sinnlos. Und so jetzt keine Rundstrecke irgendwann mal, die sich hier so durch den Park stingst. Könnte man sich schon vorstellen, aber im Moment haben wir noch ein bisschen Platz hier zum Bauen. Hatten wir jetzt nicht noch irgendwas anderes mit Wasser? Diese Flussfahrt hier. Dann der Aussichtsturm, den könnte man auch noch bauen. Vielleicht so ein bisschen in die Mitte. Vielleicht einfach gleich hier so daneben. Nee, Moment, ich hätte gerne den Weg dann auf jeden Fall noch ein Stück weiter hier. Nee, Quatsch, falsche Farbe. Ich hätte gerne dieses Braun. Es kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Die blendet mich jetzt gerade ein bisschen, aber es geht noch. Aber ich möchte mich nicht beschweren, weil ich finde es gut, wenn die Sonne mal wieder scheint. Höhe 45, sage ich mal, dürfte in Ordnung sein. Eingang, Ausgang. Das Farbdesign gefällt mir jetzt noch nicht so, aber das machen wir gleich. Machen wir erstmal auf und das Ding nennen wir dann einfach mal. Aussichtsturm. Aussichtsturm. Aussicht. Ja. Und jetzt regnet es schon wieder. Mensch, was ist denn da los? Oder liegt Müll? Ja, da liegt Müll rum. Da müsst bitte direkt sofort einer wegräumen. Ach, da kam schon einer. Na, egal. Da liegt Müll. So geht's auch nicht. Skandal. Das nutze ich gleich mal, um noch ein paar Putzkräfte hier einzustellen. Wo läuft unser Rasenmäher rum? Dort, du sollst Rasen mähen, bitte, und nicht hier irgendwie. Ne? Geh bitte wieder hierher und mähe den Rasen, danke. Park muss ordentlich aussehen, wenn die Scheichs kommen. Eine Wasserachterbahn. Gibt's als nächstes? Na gut. Nehmen wir einfach so hin. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal diese Bootsbahn bauen. Dazu werden wir mal hier hochbauen.
könnte man eigentlich mal eine Fressecke hinbauen, weil das ist dann schon ein bisschen weit für ich sperre hier erstmal ab, dass hier keiner reinlatscht. Guter Techniker, der darf das natürlich. Dann baue ich hier einfach mal so rum. Hier hinten kommt dann die Fressecke rein. Infostand, da kommt hier hin. Toiletten. Hütestande, welche Farben haben wir denn da noch nicht? Nehmen wir mal. Puh, das hier. Oder hat man das schon? Das ist im Prinzip auch egal. Nehmen wir mal Orange, das würde ich behaupten, hatten wir noch nicht. Und dann hier beim T-Shirt-Stand nehmen wir dann mal Blau als Komplementärfarbe von Orange. Jetzt machen wir die Buden alle off. Sandsturm-Defekt nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Dieser rechte Maustasten-Bug, der ist schon ein bisschen. Ich möchte gern etwas Aufregenderes als hast du nicht gesehen. Das gehen wir den Weg hier schon mal frei. Und dann bauen wir hier noch das Übliche hin. Die Parkwertung hier nicht gleich so. Also beziehungsweise, dass die Leute sich hier hinsetzen können. So, und dann. Blumenbeete drumherum hatten wir schon. Bauen wir heute mal die hier drumherum. Dass es ein bisschen abgegrenzt ist vom Rest der Welt. Und dann kommt dann hier noch. Puh. Ich hätte ja gern die Sandmauer, die gibt es ja noch gar nicht hier. Nehmen wir die hier. Einfach diese. So, dann stellen wir hier nochmal extra Putz. Fachkraft ein, die hier in dem Bereich für die Sauberkeit zuständig ist. Na gut, das habe ich wieder. Ich nehme immer. So. Besucherzahlen gehen nach oben, sehr gut. Zehn Mechaniker, das ist ein bisschen wenig. Ich hätte gern noch mal ein paar. Und Aufseher dann natürlich auch. Da war gerade jemand auf Toilette, ihr habt es vielleicht gehört. So, dann bauen wir hier in der Mitte. Diese tolle Wasserbahn rein. Achterbahn gibt es als nächstes, mir aber egal. Diese Flussfahrt hier.
mich hier so runter runterruppen lassen und mal gucken, wie wir es bauen. Auf jeden Fall hier hinten ist es dann. Ich lasse mal hier anfangen und dann macht die dann hier nämlich so in eine andere Richtung. So eine Runde hier, wie ihr seht. So ist das geplant. Dann schön lange Warteschleife, dass dort maximale Boote reingehen. Reicht das jetzt schon für maximale Boote oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben? Nee, gut, die sind voll. So muss es sein. Ach, das war dumm. Und die Bahn wird ganz banal. Das wird einfach nur... Die Boote werden hochgezogen hier, wie ihr seht. Zu hoch für die Stützen. Nö, vergiss es. Reicht das für die Kurve? Nee. Ach, das ist doch kacke. Landkurven geht ja nicht. Nee. Da muss ich jetzt extra ins R runterziehen. Da machen wir es anders. Bauen wir hier schon mal so eine erste Kurve rein. Und dann einfach weiter hoch. Und dann geht's steil bergab. Guckt euch das mal an. Ein bisschen hier in so einen Tunnel rein. Der Schwung hier reicht, um dann nochmal hier den Huckel mitzunehmen. Sowas in der, da können wir hier nämlich einen Durchgang dann bauen. Erstmal Testfahrten machen. Eingang und der Ausgang bitte auch auf die andere Seite. So. Jetzt machen wir eine Testfahrt. Ob das mit dem Schwung so klappt, dass der so richtig hoch und dann nochmal runterknallt. Das dauert jetzt sehr lange. Er müsste eigentlich so verrostetes Design nehmen, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja eine Mindestwartezeit von 5 Sekunden. Oder ist es vielleicht zu viel? Machen wir mal 10 Sekunden vielleicht. Normalerweise arbeite ich mit diesen Mindestwartezeiten eigentlich überhaupt nicht. 10 Sekunden sieht aber auch schon so viel aus. Machen wir 15. Aber ich hätte die Boote gerne ein bisschen gleich verteilt auf der Strecke. Wie sieht denn das hier drüben aus? Also so wie hier, dass sozusagen immer so ein, zwei Boote in der Station sind. So, hier fahren sie schon mal ab. Mit welcher Geschwindigkeit? Viel kann es, glaube ich, nicht sein. Vielleicht so 10er. Ja, doch, 16. Okay. Aber jetzt gucken wir mal hier. Hier ist die spektakuläre Stelle von der Bahn, wo es dann gleich bergab geht. Sicherheitsgründen muss da ein Zaun drumrum und jetzt geht's gleich bergab. Und zwar genau jetzt. Mal gucken, wie er unten runterkommt. Oh! Der ruppt fast mit 100 und nimmt dann hier unten noch den Schwung mit. Genau, das ist. So muss es sein. Genauso wie ich es gedacht habe. Schrubben die dort runter mit fast 100. Das ist ja. Sowas wird vom TÜV abgenommen, ist ja der Wahnsinn. Flussfahrt im Weg. Da passt der Zaun hin.
Also das Ding werden wir so eröffnen. Also das ist ja richtig übel, die Fahrt. Welche Werte kriegt die dafür? Nicht verfügbar. Ach, das gibt es ja gar nicht mal so extrem. Wenn das so ist. Na, wenn das so ist, gibt es ja nichts dagegen einzuwenden, gegen die Bahn. Und weil ich denke, dass sie sehr gut ankommt, kriegt die übelst lange Warteschlange. Könnte aber ihn drauf lassen. Da wird wirklich alles hier mitgenommen, was an Warteschlange möglich ist.